Lange Zeit war nur die Frage, wie oft die Fed die Zinsen senken wird. Noch Anfang Januar hat man geglaubt, ja, 6 bis 7 Mal im Jahr 2024. Und jetzt, spätestens seit gestern, ist in Frage gestellt, ob die Fed in diesem Jahr überhaupt die Zinsen senkt. Das hat Paul relativ eindeutig kommuniziert, indem er gesagt hat, dass die Unsicherheit stark gewachsen ist in Sachen Zinssenkungen oder ob man überhaupt die Zinsen senken kann und dass die Fortschritte bei der Inflation nicht ausreichend seien. Das ist sozusagen jetzt eine Dimension, die auch nicht nur für die Aktienmärkte, sondern für die Welt insgesamt eine gewisse Bedeutung hat. Denn faktisch ist es ja so, wenn die Fed die Zinsen nicht senkt, weil eben die Wirtschaft zu stark ist, weil die Inflation zu hoch ist, aber andere Länder, andere Währungsräume eine schwächere Wirtschaft haben, eigentlich die Zinsen senken müssen und das vielleicht auch tun, dann wertet ihre Währung ab. Beispiel Eurozone, die EZB hat gesagt, ja, wir werden im Juni die Zinsen senken, wenn uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Aber wenn man das tut und die Amerikaner tun es nicht, weil die EZB eben muss aufgrund der schwachen Wirtschaft und der schwächeren Inflation, dann dürfte der Euro abwerten mit der Folge, dass zwar europäische Firmen dann in einer Schwachwährung besser verkaufen können oder billiger verkaufen können, aber die Importe werden teurer. Rohstoffe, Öl, alles was importiert wird und Europa hat sehr wenig Rohstoffe, werden teurer. Dadurch steigt die Inflation wieder, dadurch können die jeweiligen Notenbanken die Zinsen nicht so richtig senken und es wird ein breites Spektrum geben zwischen Emerging Markets wie Indonesien, Ländern, die zum Beispiel die Zinsen jetzt anheben müssen, sogar um den Verfall ihrer Währung abzubremsen. Einerseits andere wie die Bank of Japan dürften bald intervenieren, um den Abverkauf des Yen, den freien Fall des Yen zu stoppen. Andere können die Zinsen nicht senken vielleicht, wie sie es ursprünglich wollten, wie etwa die Chinesen, um den Yuan nicht weiter zu schwächen und damit eine Kapitalflucht auszulösen. Also das ist die Lage derzeit an den Märkten und das widerspricht so ganz leicht dem Goldilocks-Szenario, das die Wall Street sich suggeriert hat noch vor kurzer Zeit. Inflation geht zurück, obwohl die Wirtschaft robust bleibt, weswegen die Fed dann die Zinsen senken kann, bla bla, alles Bullshit wahrscheinlich und das zeigt sich jetzt und jetzt sehen wir eine gewisse Nervosität an den Aktienmärkten, zumal heute auch die KI-Blase ganz schön angestochen ist, aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns erstmal an, wie es noch in den 1970er Jahren hieß. John Connally, der damalige Finanzminister, hat Anfang der 70er Jahre zu Giscard d'Estaing gesagt, weil der sich beschwert hat über das exorbitante Dollarprivileg, also dass die Amerikaner die Weltleitwährung selber drucken können. Da sagt er, ja, der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem heutzutage muss es lauten, ja, es sind unsere Zinsen, aber euer Problem, denn der Jerome, der will und kann die Zinsen nicht senken, aber das hat dann eben die Konsequenzen, die ich vorhin angedeutet habe. Es ist jederzeit zu rechnen mit einer Intervention etwa der Bank of Japan, weil Dollar-Yen weit über 154 ist. Das tut richtig weh, damit importiert man Inflation. Andere, wie gesagt, können nicht senken, andere müssen sogar anheben. Also die Konsequenzen, die sind relativ weitreichend. Und jetzt heute dann die Bank of America, die sagt, ja, die Fed will wahrscheinlich schon die Zinsen senken und wir erwarten die erste Zinssenkung im Dezember. Dezember wäre ja auch noch ein bisschen hin, aber eine Herausforderung für den Dezember ist, dass dann die Basiseffekte bei der PCE-Inflation ungünstig werden, denn die Fed hat klargemacht, so die Bank of America, dass die PCE-Inflation zum Vorjahresmonat die entscheidende Größe ist und jetzt haben wir aufgrund des Basiseffekts, weil Ende letzten Jahres die Inflation deutlich nach unten gekommen ist, wird sie dann, weil die Latte jetzt wieder viel niedriger liegt, in Sachen Inflation natürlich deutlich nach oben gehen. Keine richtige Steilvorlage, also sagt die Bank of America, könnte passieren, dass die Fed frühestens im März 2025 die Zinsen senken kann. Das ist dann mal eine ganz andere Perspektive und sogar, so ist der Trash Talk inzwischen etwa von der UBS, ja, es kann sogar sein, dass die Fed die Zinsen anheben muss, weil die Wirtschaft noch zu stark ist und die Inflation sticky sei. Das sei ein reales Risiko, so die UBS. Wahrscheinlich nicht richtig wahrscheinlich aus meiner Sicht, aber zumindest nicht komplett ausgeschlossen. Das zeigen auch
hier die SOFR Futures, die also solche Wahrscheinlichkeiten bepreisen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit immerhin 4,8%, immer noch sehr gering, aber nicht null, dass eben die US-Notenbank vielleicht sogar doch die Zinsen nochmal anhebt. Und jetzt kommen natürlich solche Maßnahmen im Wahlkampf, etwa wie durch die Biden-Regierung, der jetzt die Zölle auf Stahl und andere Aluminium war es noch, verdreifachen will. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass vielleicht Trump die Wahl gewinnt, auch wenn Biden sich hier richtig Mühe gibt, dann würden ja die Zölle ohnehin massiv steigen. Das ist nicht gerade disinflationär, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wir sehen, dass eben auch natürlich dann diese Metalle deutlich nach oben gehen, zumal ja schon Russland-Sanktionen jetzt hier die Preise für diese Metalle nach oben getrieben haben, also inflationär. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema, meine Damen und Herren. Das ist der KI-Bubble. Und die ist richtig ein bisschen angekratzt heute nach den Zahlen von ASML, diesem Chip-Maschinenhersteller, der praktisch hier weitgehend konkurrenzfrei agieren kann. Wir sehen, dass die Bookings extrem schwach waren, also die Aufträge, dass die Sales sehr, sehr schwach waren. Ja, die Marge ist besser geworden, interessiert aber nicht, weil es geht ja darum, wie sind die Geschäftsaussichten. Und hier haben die Bookings, also die Nachfrage, deutlich enttäuscht. Das heißt, der ASML, die an einem Nadelöhr sitzen in Sachen KI, die sagen, die Nachfrage geht massiv zurück. Und jetzt sagen manche, ja, ja gut, aber da war doch was mit China, nämlich die Sanktionen, die können ja praktisch gar nicht mehr nach China exportieren. Nope, that's not the truth. Hier sehen wir rot, rechts oder braun, ich bin ein bisschen farbenblind, meine Damen und Herren, sehen wir, dass das erste Quartal 2024, und wir sehen, China ist immer noch vor Südkorea der wichtigste Absatzmarkt für ASML. Ja, ist zurückgegangen, aber es ist weitgehend überall zurückgegangen. Und das ist das Erstaunliche. Auch in den USA spricht nur keiner drüber. Auch Taiwan spricht nur keiner drüber so wirklich. Und das ist eben jetzt der Punkt, der so ein bisschen Besorgnis erregt. Da ist natürlich viel Frontloading passiert. Chinesische Firmen haben bestellt ohne Ende, weil sie fürchteten, ja, da kommt was an Sanktionen. Und in der Tat, ASML hat sich ja bereit erklärt, diese von den USA gewünschten Beschränkungen, gerade für besonders hochwertige oder für Maschinen, die besonders hochwertige Chips bauen können, hier zu befolgen. Und wir sehen, wie stark dieser Intake hier gefallen ist, nämlich 60%, das ist mal eine Hausnummer. Die Aktie reagiert entsprechend mit einem Verlust wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also wir sehen, da ist Busy Party vorbei, Busy Game Over möglicherweise. Und nachdem Nvidia sich gesagt hat, oder die Investoren sich gedacht haben, ja, was geht uns das an, haben sie es dann plötzlich vielleicht doch bemerkt. Wir sehen nicht nur Nvidia heute unter Druck, sondern der gesamte Semiconductor-Sektor, also Broadcom, AMD, Intel, Micron, nein. Also da sind ein paar unter Druck. Und das ist natürlich unschön, denn diese KI-Euphorie-Blase, die hat natürlich geholfen, den Schmerz zu vergessen, den man hatte, weil man die Zinssenkungshoffnungen immer weiter nach hinten schieben musste. Und jetzt könnte es sein, dass man die Zinssenkungshoffnung erstmal komplett begraben muss und gleichzeitig noch sozusagen das Entschädigungspflaster wegfällt mit der KI-Euphorie. CTAs haben reagiert, also diese amerikanischen Commodity Trading Advisor haben schon mal verkauft, und insgesamt sehen wir, dass die Marktstruktur schon ziemlich heftig negativ ist. Gestern hatten wir 335 mehr neue Lows als Hochs im Nasdaq. Das ist der schlechteste Wert gewesen seit Oktober 23 war ja ziemlich zappenduster. Gestern waren nur noch 65% aller Aktien im S&P 500 über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Und ja, wir sind überverkauft inzwischen. Aber boy, was waren wir überkauft, und es ging trotzdem weiter nach oben. Hier sehen wir mal die 10-Tages-Advanced-Decline-Linie. Also Aktien, die steigen, minus Aktien, die fallen, und da sehen wir, das sind Werte, die wir zuletzt eben im Oktober gesehen haben. Also da ist ein bisschen was passiert. Und hier sagt Lance Roberts mit dem Chaikin Money Flow, also Geldflüsse,
oder sie unter auf diesen Chaikin Money Flow beziehen, dass wir jetzt etwa 4% verloren haben in einer Korrektur, die 5 bis 10% betragen kann. Sehr gut möglich. Und wenn wir uns mal hier das anschauen, was eben dieser Lance Roberts hier nochmal zeigt, der sagt er ja, wir haben im Weekly beim MACD stehen wir kurz vor einem Verkaufssignal und diese Warnsignale gab es schon länger auf größerer Zeitebene, aber Märkte sind gestiegen, obwohl die meisten Aktien nicht mehr gestiegen sind, hatte ich heute Morgen gezeigt, Aktien über dem 50-Tages-Durchschnitt, über dem 200-Tages-Durchschnitt rückläufig, aber Kurse weiter gestiegen, weil eben wenige Aktien wie Nvidia das Ganze getragen haben, aber wenn diese wenigen dann auch mal anfangen zu schwächeln, dann uiuiui, hier sehen wir mal, nochmal zurückkommend zu Lance Robert, dass wir, wie er sagte, sehr, sehr weit von der Trendlinie entfernt sind. Diese Trendlinie, also ein konstanter Aufwärtstrend sozusagen eines permanent steigenden Aktienmarktes, da sind wir sozusagen ja deutlich überschossen. Und würde das passieren, dass er wieder auf die Trendlinie aufsetzt, was immer wieder gerne passiert, dann wären wir bei 4.400, 4.300 Punkten und das wäre dann doch nochmal ein relativ guter Schnaps. Wir sind derzeit ja auch jetzt in der heißen Phase vor dem freitäglichen Optionsverfall oder dem kleinen Verfall und hier sehen wir 5.000 eine wichtige Marke, 5.100 eine wichtige Marke, also in dieser Spanne, da wird sich die ganze Geschichte drehen, wenn die Market Maker, die Verkäufer dieser Optionen sehen, ups, die 5.000 fällt und die 489 auch noch, dann müssen die sich absichern, müssen also Underlyings verkaufen, um sich abzusichern. Das könnte den Druck verstärken. Aber wir können natürlich jederzeit eine saftige Rallye auch sehen oder eine Erholung sehen, weil wir eben überverkauft sind. Aber wir fallen heute, obwohl auch die Renditen leicht rückläufig sind, nicht dramatisch, aber es ist zumindest so, dass wir nicht steigen. Und jetzt ist die Stimmung unter Fundmanagern auch so extrem negativ für Bonds. Also die wollen keine Anleihen haben, das heißt, die gehen davon aus, dass die Anleihekurse weiter fallen, damit die Renditen steigen. Das könnte jetzt aber ein Zeitpunkt sein, wo genau das nicht eben passiert, sondern die Anleiherenditen fallen, weil eben möglicherweise eine Flucht in die Sicherheit stattfindet oder weil man registriert, oh, da könnte eine Rezession kommen oder weil man registriert, ups, da haben wir vielleicht geopolitische Risiken, so wie jetzt natürlich dieser Israel-Iran-Konflikt, aber auch mit der Hezbollah, die hier Drohnen abgeschossen hat und dabei 18 Israelis verletzt hat in Nahariya. Das waren alles Reserveeinheiten der israelischen Armee. Und der Clou an dieser ganzen Geschichte ist, dass das mit iranischen Drohnen passiert ist oder mit einer iranischen Drohne. Und das dürfte die Stimmung in Israel nicht gerade besänftigen, sage ich mal, was den Iran betrifft. Und so hat heute gesagt die USA, dass man denkt, dass man wohl doch direkt auf iranisches Territorium zuschlagen wird. Also die Israelis, so sagen SOS-Kreise. Die Frage ist nur limited oder weniger limited, aber wie gesagt, durch solche Aktionen, wie hier von der Hezbollah, steigt natürlich das Aggressionspotenzial, sage ich mal, oder das Rachebedürfnis der israelischen Regierung. Die meisten Israelis übrigens nach neuer Umfrage sind dafür, sich eng abzustimmen mit den Amerikanern. Netanyahu allerdings weiß, dass Biden im Prinzip hier ein Gefangener ist. Ohnehin, die beiden können sich nicht wirklich besonders gut leiden, aber Biden kann sich es nicht leisten, wirklich Israel komplett hängen zu lassen. Dafür gibt es zu viel Interesse in den USA, gibt es zu viele Leute, denen Israel extrem wichtig ist. Die werden sagen, nee, das kannst du nicht machen, das ist amerikanische Staatsräson. Jedenfalls hat heute ein ehemaliger Mossad, hochrangiger Mossad-Direktor gesagt, ja, er geht davon aus, dass die Netanyahu-Regierung gerade diese Extremrechten innerhalb der Netanyahu-Regierung überlegen, wirklich die iranischen Atomanlagen anzugreifen oder zu beschießen. Der israelische Stabschef Staff Herzi Halevi hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass dieser Schlag, aber dass, wie auch immer er geartet sein mag, nicht vor Pessach passieren wird. Das ist am 30. April. Also das Ganze könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Netanyahu hat ja gesagt, wir lassen die Iraner zittern, wie wir gezittert haben. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte sich entwickelt. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Paul-Aussagen zu Zinsen sind Problem für die Restwelt. Exactly. Das ist das, was ich versucht habe, auf den Punkt zu bringen. Und hier erfahren Sie das nochmal in etwas tieferer
Herangehensweise, gerne den Artikel über Social Media teilen. Und die zweite und letzte Empfehlung, bevor ich Sie in den Feierabend entlasse, Nvidia-Aktie. Ups, Quartalszahlen bringen neuen Schub. Schauen wir uns mal an, wie die Erwartungen sind. Es dauert noch, bis diese Quartalszahlen kommen, etwa 4 Wochen. Aber Nvidia hat sich schon mal abgesichert und da wieder so ein Dreiecksgeschäft gemacht, diesmal mit Lambda. Also die kaufen auf Kredit die Chips von Nvidia. Das Unternehmen, das auf Kredit diese Chips kauft, hinterlegt dann diese Chips als Sicherheit für den Kredit. Herrliches Dreiecksgeschäft. Unkoscher, so wie mit CoreWeave, aber die SEC interessiert sich nicht dafür, also die Börsenaufsicht, eigentlich eine totale Schweinerei. Das ist schon am Rande dessen, was, naja, ich will mich da mal zurückhalten. Auf jeden Fall diese beiden Empfehlungen, jetzt sage ich Servus, ciao.